Ein herzliches Willkommen zurück beim Echsenmann Simulator 4000. Ich bin jetzt angefixt, was diese Gruppe da angeht, und ich möchte die eigentlich gerne trotzdem töten. Weil ich weiß, dass ich es schaffen kann. Aber nicht, wenn jedes Mal jetzt der vierte mitkommt. Ich glaube, dann lasse ich es jetzt lieber. Wenn ich jetzt nochmal vier pulle statt drei, dann lasse ich es gleich bleiben. Ist es, weil er gerade blöd patrouilliert? Muss ich kurz warten, bis er nach rechts geht? Ich finde es aber interessant, dass ich hier theoretisch drei pullen kann, aber wenn ich den da oben will, kommen alle. Verstehe ich nicht. Na naja, gut, dann lasse ich's. Runenmacht. 115. Es nervt mich halt, dass ich den nicht pullen kann. Das verstehe ich nicht. Um ehrlich zu sein. Dass ich den nicht pullen kann, ohne dass andere mitkommen. Oh, das ist ja genial. Nee, ist es nicht. Schade. Ich dachte zuerst, aber das ist es nicht. Gierig. No, viel zu gierig. Wow. Okay. Teleport zum Großbauen. Jetzt kommen wieder... Ich check's echt nicht. Also das... Ich check's echt nicht. Ich check das Verhalten nicht. Jetzt passt's wieder. Oh nein. Also dieser Kampf war von vorne bis hinten scheiße. Die Gegner haben sich nicht so verhalten, wie sie sollten. Und deswegen hat nichts funktioniert gerade. Boah. Nichts, wie es sollte, funktioniert. So. Okay, macht halt beide gleich einen Übercrit. Dort sollte es möglich sein, links nur zwei anzulocken. Ich glaube, es kommen trotzdem drei. Alter, wie nah ich jetzt ran muss. Hallo. Ja, jetzt kommen auf jeden Fall alle. Dadurch, dass ich die zwei Äußersten gekillt habe, kommen jetzt alle. Ich will mal kurz wissen, ob ich dir Schaden machen kann. Nicht dir.
Okay, nee, vergiss es. Interessiert mich nicht. Weißt du was? Du bist der Oberking. Juckt mich gar nicht, was bei dir abgeht. Ja, ich kann sogar die Elite kritten. Okay. Also wären selbst die machbar. Wenn es irgendwie mit dem Pullen funktionieren würde. Wenn ich dich jetzt abknall. Nee, nicht du. Der Linke. Wer kommt dann? Nicht du. Der Linke. 3 Stück. Okay, ja. Macht keinen Damage an dem. Nee, dann lasse ich es jetzt bleiben. Man muss es auch nicht unnötig länger rausreißen. Schließlich wollte er ja was sehen, dass was passiert. Und mich nicht immer nur gegen die 3 gleichen Mobs kämpfen sehen, bis ich es halt dann irgendwann doch schaffe. Greedy wert. Greedy werden. Hab ich nicht irgendwo. Nee. Schnisch gebindet. Ich hätte mir am Alchemietisch ein paar mehr Tränke herstellen sollen, hm? Was ist das denn? Eine Feuerharp hier, oder was? Keine gute Idee, es im Nahkampf probieren zu wollen, aber ich dachte, im Fernkampf, ich dachte irgendwie, dass sie Casterin ist und gleich ihre Feuerwelle rausholt und mich aber nicht trifft, weil ich so gut an der Stelle da dran stehe. Wisst ihr, wie ich meine? Ich immer noch besser kämpfen. Ich nehme manchmal zu freiwillig die Hits, die nicht sein müssen. Ich weiß übrigens, dass ich hier nicht sein sollte. Okay. Ich glaube, dadurch, dass hier die Elite sind und ich die nicht einzeln anlocken kann, ist das wieder der Punkt, an dem ich gehen sollte. Okay, warte. Die Ecke da vorne ist mein bester Freund. Sie ist mein bester Verbündeter. Thank you.
Kruschprokda. Einer dürfte nur da sein. Ich glaube, ich habe drei gesehen. Zwei Elite und einen normalen. Das nächste Level dauert nur ein bisschen. Aber imagine, wie viel EP wir hier gerade schon machen. Wie lange es eigentlich dauern würde mit Gegnern auf meinem Level. Nein, es sind nochmal zwei. Steck fest. Ich könnte mir natürlich auch nochmal was zum Essen kochen. Oder ich könnte wenigstens mal Fleisch braten, / das fressen. Stellt halt nur 12 her. Also da brauche ich eine ganze Menge, um mich voll zu heilen. Hier kämpfen ist absolut furchtbar. Und wenn ich nicht direkt zu Beginn kritte, ist es eigentlich schon fast verloren. Weil ich hier keinen Platz habe. Ich kann nicht nach hinten ausweichen. Also nicht richtig zumindest. So war es jetzt perfekt. Weil die sich aneinander gegenseitig geblockt haben. Sollen wir mal schauen, ob ich ihm Schaden machen kann? Nee. Aber macht ja auch Sinn. Hey, ich hab's probiert. Ich bin ein brave man. Mhm. Die Erzbaronenrüstung ist jetzt aber auch ein guter Push. Sonst würden diese Echsenmenschen so viel mehr Schaden an mir machen, als sie es tun. Vor allem, du kommst ja wirklich easy an diese Rüstung ran. Also die ist ein bisschen zu leicht zugänglich, die Rüstung. Oder ist die zugänglich, also gespawnt, weil ich den gildenlosen Weg gewählt habe? Aber selbst dann wäre es irgendwie zu früh, dass ich an die komme. Also alternativ wären die Werte halt zu hoch. Dass ich an die Rüstung komme, okay, aber die Werte sollten niedriger sein. Ich überlege sie abzulegen, wenn ich eine neue Rüstung finde, auch wenn sie ein bisschen schwächer ist. Weil sonst werde ich die jetzt ewig tragen. Und ein bisschen Abwechslung finde ich nice. Mana Essenz. Ach, Snapper. Es ist schon eine Ansage, Snapper zu one-shotten. In meinem Kapitelstand, in dem ich mich befinde.
Hey! 100! Ich dachte, du wärst tot. Ja, war ich auch. Jetzt bin ich wieder hier und suche nach Beweisen für die Ankunft der Drachen. Für wen machst du das? Ich arbeite für Lord Hagen. Mit Hilfe der Paladine können die Drachen aufgehalten werden. Also genau genommen arbeite ich nicht für Lord Hagen. Jetzt sage ich dir mal was. Nachdem ich von hier fliehen konnte, war ich in Korinnes. Ich wollte die Paladine vor den Drachen warnen. Weiß der Henker, warum ich das überhaupt versucht habe? Denn dieser aufgeblasene Lothar hat mir nicht mal zugehört. Geschweige denn mich zu Lord Hagen vorgelassen. Stattdessen haben sie mich mit der Expedition wieder hergeschickt. Also, erzähl mir nichts von den Paladinen. Mit wessen Hilfe auch immer. Wichtig ist nur, dass wir die Drachen aufhalten, solange wir noch Zeit dafür haben. Aufhalten? Wir sollten unsere Ärsche aus dem Tal schaffen, solange wir noch Zeit dafür haben. Sag mal, wie bist du eigentlich über den Pass gekommen? Ich denke, da sitzen die Orks rum. Es gibt einen Weg durch die verlassene Mine, der nicht von Orks besetzt ist. Es gibt einen Weg durch mein Schwert. Gut zu wissen. Dann werde ich mich wohl bald nach Korinnes aufmachen. Hab dann noch ein paar alte Rechnungen zu begleichen. Hier, ich will Gorn freikaufen. Ich will Gorn freikaufen, aber Garond verlangt 1000 Goldstücke. Ein schöner Batzen Gold. Ich habe 300 Goldstücke dabei. Die kannst du mitnehmen. Der Rest liegt an dir. Cool. Was muss ich über das Tal wissen? Mit dem Fall der Barriere hat sich hier einiges verändert. Die Orks haben mir das Sagen. Wir Menschen sind nur noch Futter für die wahren Herrscher des Tals. Die Drachen. Weiche allem aus, was stärker ist als du. Und halte dich von allem fern, was nach Drache aussieht. Also bisher weiche ich dem aus, was in Überzahl ist. Was ist mit den beiden toten Rittern vor deinem Versteck? Der Kampf gegen eine Gruppe von Snappern wurde ihnen zum Verhängnis. Das Minental hat halt seine eigenen Regeln. Ich hab's ihnen gesagt. Aber sie wollten nicht auf mich hören. Hör zu, ich brauche diese Beweise. Okay, wenn ich dir helfen kann, werde ich das tun. Aber ich werde meinen Kopf für niemanden in die Schlinge legen. Ich bin im Auftrag von Garond unterwegs. Er muss wissen, wie viel Erz bisher geschürft wurde. Und dann gibt er dir die Beweise, die du haben willst? So sieht's aus. Also, kannst du mir was darüber erzählen? Hier hinten in der Höhle sind 4 Kisten Erz, die Silvestros Männer geschürft haben. Die kann sich Garond gerne abholen. Aber dann werde ich nicht mehr da sein. Wie bist du an das Erz gekommen? Ich war bei Silvestros Truppe. Wir schürfen da also schon ein paar Tage. Da wird Silvestro auf einmal unruhig. Er meinte, wir müssten das Erz unbedingt an einen sicheren Ort bringen. Naja, da ich eh vorhatte, mich abzusetzen, habe ich dann die Sicherstellung des Erzes übernommen. Und das war mein Glück. Denn die Schürfer sind auf einige Minecrawler gestoßen. Da hatte Silvestro aber genau genommen ein gutes Gespür, hm? Kannst du mir was beibringen? Klar, was willst du wissen? Diebestalente erlernen. Ah, da ist Schleichen mit drin. Kiste Erz. Kann ich aber nicht mitnehmen. Was passiert, wenn ich sage, lass uns zusammengehen? Ich meine, er ist stark genug, Orks zu kloppen. Lass uns zusammengehen. Zum Pass? Warum nicht? Geh du voran. Du kommst ja gerade von dort. Aber lass dir nicht einfallen, zu nah an die Burg oder den Orkwall zu gehen. Außerdem sollten wir alle befestigten Lager der Paladine meiden. Ich bin gerade aus einem entkommen und habe keine Lust, wieder in einer der Minen schuften zu müssen. Und dass wir nicht in die Nähe eines Drachens gehen, versteht sich wohl von selbst. Wenn du bereit bist, sag es mir. Kann man da cheaten? Alles klar? Wenn du losgehst... Warte mal. Komm mit. Alles klar. Wenn das geht, das wäre ja einfach nur... Das wäre einfach nur lustig. Oh. Diego kann sich nicht mit teleportieren. Aber wir können ihn ja eigentlich kurz zum Pass bringen, oder? Komm. Ich meine, man muss es nicht, aber... Können wir doch schnell machen. Er zählt ja als mein Begleiter im Moment. Kann ich ihn steuern? Nein. Aber Diego sollte definitiv stark genug sein, 2 Orks gleichzeitig zu handeln. Thank you.
Da, das ist eine Hilfe. Aua. Das ist ein Bogenschütze, den ich an meiner Seite will, Velaya. Hast aber trotzdem mehr auf die Fresse bekommen, als ich gedacht hätte. Unser Diego ist halt doch zart beseitet. Ein Mist viel weniger. Ein Mist viel weniger. Ein bisschen cheaten kann ich ja. Habe ich noch irgendwelche Sprüche, die ich nicht habe? Ja, Feuerpfeil habe ich hier einen. Den kann ich unter anderem nehmen. Bist du lebensmüde? Mach ich nicht, aber wir müssen hier außen rum. Oder willst du wirklich, dass ich den kompletten Weg außen rum mit dir laufe? Tatsächlich. Willst du echt, oder? Huh. Waren das Bolzen oder Pfeile gerade? Orkischer Pfeil. Also willst du, dass ich hier rum mit dir gehe, oder was? Oder links rum? Also den Weg, den ich gekommen bin. Kann ich hier lang mit dir gehen? Dann müssten wir halt einen Sneak Peek in das Eisgebiet machen. Das wäre es irgendwie auch nicht wert, oder? Ein Mist viel weniger. Ein Mist es ist so viel schön. Weniger. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Okay, der Schamane war hart verwirrt. Ach, Velaya. Wieso kannst du nicht so wie Diego sein? So ein bisschen. Das wäre schön. Hallo, Orksens. Oh Gott. Ja, das hat besser funktioniert, als ich dachte. Jetzt schießt sie mit deinem Bogen ab. Diego. Weniger saufen. Alter, wie viel Leben hast du denn von Bruder? Yo! Zimmer dir einfach alles rein, was du hast. Mal ist nur einmal im Jahr. Was wollen wir trinken? So, hier ist okay, wenn wir lang gehen, oder? Nicht an der Orkmauer. Den Weg solltest du auch kennen, den bin ich schon mal mit dir gelaufen und hab dich ausgenutzt. War mit dir zusammen jagen. Mhm, jagen. Ein Mist viel weniger. Ein Mist. Jetzt, ja. Diese alte Grabstätte ist mir nicht geheuer. Lass uns lieber drum herum gehen. Ach, dachte ich mir schon. Ich wollte es probieren.
Also er macht weniger, deutlich weniger Schaden im Nahkampf als ich. Ein Mistvieh weniger. Aber das liegt einfach nur an seiner Waffe. Wenn ich ihm eine bessere Waffe geben könnte, dann würde er richtig reinhauen. Gut gemacht. Ernsthaft? Ein Drecksvieh weniger. Schon wieder ein Level up. Puh, Alter. Nice. Mehr Käse. Vorne haben wir nochmal Orks. Ich muss kurz Marathon-Essen machen. Wenigstens auf knapp 300, dass wenn die mich treffen, dass ich ein bisschen was aushalte. Hallo. Zieh mal deinen Bogen. Machst du nicht, ne? Beziehungsweise er macht's, aber immer zu spät. Okay, hat's geschafft. Vielleicht machst du doch nicht so wenig Schaden. Wenn du krittest, haust du wahrscheinlich richtig rein. Zumindest hatte der doch noch gut Leben. Ein Mist viel weniger. Ja, das ist mit ihm zusammen jetzt schon angenehmer, als wenn ich das alles alleine cleare. Jetzt bist du dran. Du schaffst das, Diego. Das war's für dich. Gut gemacht. Ich weiß gar nicht, wie weit ich mit ihm in die Richtung gehen kann. Keine Pfeile? Doch, eigentlich sollte er noch welche haben. Zumindest sieht es so aus. Das ist jetzt halt der wirklich, sag ich mal, sehr abgeschlagene, sichere Weg. Zurück zum Pass. Also sollte er sich eigentlich nicht beschweren. Streng genommen. Müsste ich gleich auch noch um die Snapper, oder? Dann kann ich ein bisschen Fleisch essen. Ein Mistvieh weniger. Ein Mistvieh weniger. Ein Mistvieh weniger. Mit mir, Jung. Was sollen wir trinken? Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Ich glaube, es wäre krasser gewesen, wenn du eine schwere Gardistenrüstung gefunden hättest. Oder meinetwegen Gomez-Rüstung, aber halt Gomez. Verbrauchte Rüstung oder gommislidierte Rüstung, dass er halt einfach nicht mehr die vollen Werte hat. Ja, ich hänge mich da immer noch ein bisschen dran auf.
Gehstock. Eiswolfsfell. Schieß. Schieß. Da willst du ja eh nicht zu nah ran. Also du wirst dich gleich beschweren, wenn wir da zu nah rangehen. Jetzt müssen wir nochmal noch ein paar Orks. Also ich glaube, wir, ganz ehrlich, bekämpfen durch diesen Weg mehr Orks, als wir bekämpfen würden, wenn wir einfach nah der Mauer vorbeigelaufen wären. Aber hey. Diego weiß da schon besser Bescheid, da bin ich mir sicher. Ein Mist viel weniger. Arme Blutfliege. Ja, jetzt wird es langsam knapp mit seinem Leben. Und ich möchte ihn ungern heilen, aber wir haben es bald. Oder auch nicht. Puh, 407 Leben. Ah, er regeneriert auch langsam. Okay. Ja. Der Schamane da vorne macht mir Sorgen. Schieß den da ab. Bogen so einen Damage. Gut, die Schamanen nehmen auch wirklich viel, aber Dude, bleib auf deinem Bogen. Realtalk. Trifft sich auch gut. Das ist gleich so stockduster, dass ich eh keinen Bock mehr habe, hier draußen zu sein. Schieß die Razor ab. Okay. Bitte Fahrstuhlen sie nicht. Danke. Ein Mistvieh weniger. Put. Ein Mist viel wenig. Da oben sind ganz viele Snapper. Läufst du mit mir dahin? Die mit dir zusammen zu machen wäre nice. Ich hätte sogar gedacht, das sind mehr, um ehrlich zu sein. Schieß sie ab. Ein Mist viel wenig. Was denkt ihr, wie lange läuft er hier noch in die Richtung mit mir mit? Bis er sagt, jetzt ist mal gut? Weil die da oben würde ich gerne mit ihm töten. Ehrlich gesagt, habe ich gerade nicht verstanden, wieso der Drachensnapper das Ziel gewechselt hat.
Also der Drachensnapper ist plötzlich, obwohl er gegen mich gekämpft hat, auf Diego losgegangen. Okay, das war ja voll Chaos. Ich muss den einen Drachensnapper abfangen. Der auf ihn losgeht. Dass er Zeit hat, die Waffe zu ziehen, die Einhandwaffe. Er hat zu wenig Leben. Das schafft er nicht. Ja, und ich kann die einzeln anlocken und dann töten. Nee, das passt dann schon. Das mache ich dann einzeln. Oder? Nee, eigentlich soll's gehen mit dir. Mach doch jetzt nicht diesen und streng dich an. Hier, ich tank jetzt. Ach, jetzt geht er in Nahkampf. Genius. So ist schon am besten. Aber du musst halt überleben. Es kann ja nicht sein, dass du dich gegen den Drachensnapper nicht mal wehrst. Oh Gott, wo kommt jetzt der Ork her? Ist immer so random, wenn du einen Spielstand 18 Mal ladest und auf einmal passiert einmal was komplett anderes. Da ist ein Orkhund, glaube ich. Da! Hinter dem Stein ist er, ich sehe ihn. Got sandwiched. Ein Mist, viel weniger. Das ist ein Orkhund. Ist da zufällig ein Bett drin zum Pennen? Nee. Verwandlung Scavenger. Jetzt komm. Diego, ich weiß, dass das möglich ist. Mit dir. Das war knapp. Siehst du, wie easy das war? Ich glaube nur, dass weiter oben noch irgendwie 18 weitere Drachensnapper sind. Aber wenn wir die nicht alle gleichzeitig pullen, ist easy. Ein Mist, viel weniger. Ja, 9 Leben reicht, oder? Da hinten sind 3, das muss nicht gleichzeitig sein. Wie viel Leben hast du? 99, ja, nennen wir dann nicht einmal 100 Leben zusammen, lässt sich aushalten. Okay, ein bisschen Leben regeneriere ich vorsichtshalber, nicht, dass jetzt gleich ein Scavenger kommt und mich tötet. Ein Mist, viel weniger. Oh, Diego, habt ihr diese Synergy gesehen? Er wusste einfach, das ist jetzt der Call, hinter diesen Drachensnapper zu gehen. Und ist sofort hinter ihn, dass wir ihn eingekesselt haben und dann easy. Wirklich, Diego ist der beste Begleiter überhaupt in diesem Game. Weil er halt auch Fernkampf hat. So rein für auf die Fresse hauen und Gorn besser. Aber dieser Fernkampfaspekt von Diego... Oh, da werde ich ein bisschen horny.
Von Milton hatten wir ja nicht viel. Mit dem waren wir nie wirklich unterwegs. Bis auf die Krypta. Und da hat er nicht... Ich glaube, der hat nicht mal Schaden an den Untoten gemacht. Soll ich Velaya wieder mitnehmen, wenn ich jetzt schon hier... Nee, oder? Wollen wir es nochmal probieren mit ihr? Da steht sie. So, wir sind da. Den Rest des Weges werde ich alleine zurücklegen. Ich habe da noch einige Dinge zu erledigen, bevor ich nach Korinis zurückgehen kann. Ich danke dir, mein Freund. Wir sehen uns in der Stadt. Warte mal. Mhm. 89 Geschick. Komm mit. Klar. Könnte ich ihr eigentlich? Interesse, ob das geht. Okay, ich habe so einen Ring gar nicht. Und dann hat sich's eh erledigt. Ich wollte wissen, ob ich ihren Ring der Geschicklichkeit geben kann. Sie den anzieht und dann 90 hat. Um den Meisterdegen zu tragen. So, warte mal. Du bist in Alchemie krass. Also du hast gelernt. Was? Jetzt? Kannst mir aber nichts beibringen. Okay, okay. Sonst hätte ich jetzt mal gelernt, die größten Tränke herzustellen. Warte mal. Ich bin dumm. Ich laufe im Kreis. Ach, hier gibt's gar kein Bett. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Das höre ich zum ersten Mal. Ich erzähle dir doch nichts Neues. Das hat er doch. So. Das hat er wirklich nicht verdient. Dann lassen wir jetzt Gorn raus. Das ist doch nicht zum ersten Mal. Ich will Gorn freikaufen. Einverstanden. Du kannst zu Gerold gehen und ihm sagen, dass Gorn auf meinen Befehl freigelassen wird. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Es gibt doch noch mehr. Geh mal von dem Kochtopf weg, bitte. Weg mit der Waffe! Das hat er wirklich nicht verdient. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Ich weiß, dann verbrauche ich meinen ganzen Schinken, aber damit kann ich mich sehr gut heilen. Das hat er wirklich nicht verdient. So. Ich habe mir das schon gedacht. Der arme Kerl kann einem. Das hat er doch gesagt. Das war genauso, wie du sagst. Oh Gott, das fängt schon wieder an. Ich höre sie wieder die ganze Zeit irgendwo versuchen hochzuklettern. Lass Gorn frei. Ich komme auf Befehl vom Kommandanten Garond. Ich bin schon informiert worden. Hier ist der Schlüssel. Du kannst reingehen. Wo hast du das denn schon wieder her? Du nicht gewusst. Hin. Das hätte ich dir vorher sagen können. Das hat er doch vorher gewusst. Schon, ob hier auch irgendwas versteckt ist? Lass mich in Frieden, Mann! Ich weiß nicht, einige Probleme erledigen sich von selbst. Mich brauchst du. Ich habe das schon gedacht. Wo hast du das denn schon? Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Ich kann das nicht glauben. Ich find's gut, dass tatsächlich es kein Problem ist, wenn ich die Sträflinge schlag. Drawl. Ich war draußen, als der Drache angegriffen hat. Ich habe ihn gesehen. Groß wie 10 Männer, binnen von Augenblicken verbrannte sein Feueratem die Hütten. Ein Drache. Ich bleib hier sitzen. Hier kriegt mich keiner weg. Ich bin doch nicht wahnsinnig. Ja, du bist auf jeden Fall sicher. Es dreht sich alles nur ums Erz. Immer wieder das Gleiche. Sie wollen alle nur dieses verdammte Erz. Hihi. Die Faulenzerei hat ein Ende. Du bist frei. Wurde auch langsam Zeit, dass mich hier wer rausholt. Mit dir hätte ich allerdings nicht gerechnet.
Ist verdammt gut, dich zu sehen. Garond sagt, du würdest zu viel essen und er kann dich nicht mehr durchfüttern. Jetzt, wo du es erwähnst? Ich könnte wohl ein paar Bier vertragen. Lass uns hier verschwinden. Ich habe die Zelle lange genug gesehen. Okay, wir sehen uns bei Milton. Oh, alles mein klar. Schädel. Man erzählt sich ja so einiges. Das höre ich zum ersten Mal. Hey, du. Ich hab was für dich. Ausgezeichnet. Wenn du willst, kann ich dich trainieren. Ich will stärker werden. Das Ding ist, ich krieg noch. Hey. Ich mach das. Dann habe ich jetzt 95 Stärke. Dann kann ich jetzt einen der Ringe ausziehen. Und kann wieder den Unbesiegbarkeitsring anziehen, weil die fucking broken sind, diese Ringe. Wo ist er denn? Da. Weil ich krieg noch genug Lernpunkte. Ich bin ja schon wieder fast ein Level up und dann habe ich immer noch 26. Also, das passt schon. Und ich muss sowieso Stärke noch skillen bis zu einem gewissen Punkt. Also da komme ich nicht dran vorbei. Genauso wie du sagst. Das ist jetzt mal erstmal dafür da, dass ich in der Lage dazu bin, die Ringe auch wieder auszuziehen, die ich anhabe. Und das Amulett habe ich ja auch noch. Also, ja, da ist noch ein bisschen Stärke, die ich loswerden muss von meiner Ausrüstung. Und Gürtel trage ich auch, ne? Ja. Ich hätte das nicht gedacht. Das war keine große Sache. Das hätte ich dir vorher sagen können. Irgendwann musste es ja so kommen. Hey, du! Pass auf! Ich habe lange genug hier rumgelungert. Wird Zeit, dass ich mal was anderes sehe als dieses Tal. Wie bist du über den Pass gekommen? Es gibt einen Weg durch die verlassene Mine. Gut. Ich warte noch auf einen günstigen Moment und dann hau ich ab. Wo willst du dann hin? Ich habe gehört, dass Lee noch lebt. Ich will mich ihm wieder anschließen. Wir sehen uns wieder. Verlass dich drauf. Ich habe Gorn befreit. Gut. Dann sollten wir jetzt überlegen, wie es weitergeht. Was sind deine Pläne? Ich werde wieder zurückkehren. Ich warte noch eine Weile ab, aber da Gorn nun frei ist, kann ich mich zusammen mit ihm absetzen. Es ist mehr als nötig, dass Pyrokar von der Situation hier erfährt. Wie du meinst. Ich hoffe, dass Lord Hagen erkennen wird, welche Bedrohung von diesem Tal ausgeht. Nicht auszudenken, was passiert, wenn die Orks über den Pass kommen. Na dann, gute Reise. Das passt mir nicht. Okay. Hopsasa. Velaya, kriegst du es hin? Wo? Ja, super. Super hast du es gemacht. Können wir die Orks da vorne umklatschen? Ich glaube, das ist möglich. Aua. Tja. Was bringt dir deine Größe jetzt, hä? Du dummer Ork? Auch ein Stück mit Eier. Das ist wirklich köstliches Fleisch. Das wäre, als würde ich meinen ganzen Bucket reinziehen. Einfach 40 Keulen ins Gesicht. Oh Gott, der eine ist ein Schütze. Wow. Okay.
Das war ja richtig bad. Das ist diese Reichweite, die fehlt. Die macht mir fertig, Jungs. Oh Gott, der Schamane auch. Okay, das ist nicht gut. Das habe ich gar nicht bemerkt. Was macht sie jetzt? Sie ist wütend. Schaut's, wie sie dran steht. Oh nein, sie schießt den. Ja, das ist verloren. Okay, ich glaube, das darf ich nicht machen mit ihr. Beziehungsweise. Jein. Es könnte klappen, wenn ich so mache. Das hat gut funktioniert, besser als ich dachte. Ich habe auch weniger angelockt, als ich dachte. Ich habe noch einen kleinen Blitz. Hex, Hex! Schau mal einer an, Velaya. Du kannst jetzt deine neue Waffe tragen und damit dürfst du verdammt viel Damage machen. Lass uns. Sie steigt jetzt einfach von 60 Damage, die sie bis eben gemacht hat, auf 120. Sie hat jetzt eine Waffe an, die mehr Damage macht als meine. Also Velaya, wenn du jetzt nicht Damage machst im Nahkampf, dann weiß ich auch nicht mehr, was ich sagen soll. Sage ich dir, wie er ist. Wir probieren das jetzt an diesem Ork-Eliten aus. Wenn der hier ist, dann haust du dem aufs Maul. Hast du mich verstanden, ja? Da sag ich so, PAM, Junge! Stehst du? Hi. Aua. Oh Gott, jetzt greift sie den Schamanen an. Hau ihm aufs Maul! Okay, sie macht Damage, definitiv. Okay, sie macht definitiv jetzt Damage. Definitiv. Holy guacamole. Eigentlich müsste ich hier den Bogen jetzt wegnehmen. Nicht, dass sie den aus Versehen mal zieht. So viel Schaden, wie sie zum Nahkampf macht. Oh, es ist ein Schütze. Oh. Oh Gott. Das wäre jetzt hier tot gewesen. Mistvieh weniger. Ja, wobei 188 Leben. Es kann sein, dass es noch überlebt hätte.
Wie war das? Ich clear den Außenring nicht? Naja, es kommt ja später genug Respawn, wenn ich es dann mit dem gesamten Trupp mache. Ein Mist viel weniger. Oh, schaut mal. Neck ist immer noch hier, also zumindest seine Rüstung. Oh Gott, wo ist Velaya jetzt hin? Ich glaube, ich hatte auch mit keinem bisher solche Probleme wie mit Velaya, dass sie ständig verschwindet. Oh, ich habe viel zu viele angelockt. Keine Ahnung, wie viele Schwerter das waren, aber... Oder Äxte. Oh ja, viel zu viele. Nee, sehe ich nicht. Aua. Ja, sie kämpft gegen den Eliten. Das ist... Ich konnte es nicht mal aussprechen, Velaya. Chill. Nee, das heißt, ich gehe da nicht weiter mit ihr. Aber sie macht jetzt Damage. Ich glaube, wenn sie crittet, sogar mehr als ich, oder? Dann gehen wir jetzt zu Silvestros Schürfstelle. Da war ich ja auch quasi auf dem Weg dahin. Bin dann aber eine Abzweigung gegangen, weil weiß der Geier warum. Genau genommen bin ich mittlerweile 27 Abzweigungen gegangen. Aber naja, ihr seid ja von mir gewohnt, ne? Es ist auch was Lustiges. Ich weiß nicht, ob von euch vielleicht einer Baldur's Gate 3 gespielt hat. Ich habe da nur den Anfang gespielt, weil ich das irgendwann Let's Playen möchte und da möchte ich es halt blind halten. Deswegen, ich weiß basically nichts über dieses Spiel. Und da habe ich Baldur's Gate 3 gespielt und normalerweise hast du so diesen natürlichen Weg, dass du so in die erste Stadt gehst und dann bist du in der ersten Stadt und dann schaust du dich ein bisschen in dem Gebiet um und folgst halt so der Hauptquest. Und ich bin einfach komplett abgedriftet. Ich bin in irgend so eine kleine Ministadt, wo ich per Überzeugen die überzeugen konnte, dass sie mich reinlassen und bin dann irgendwo in den Untergrund, wo viel zu starke Gegner waren mit so einer Monsterspinne. Und ich hatte fucking keine Ahnung, wo ich gelandet bin. Auf jeden Fall war es der absolut falsche Weg. Und als ich dann da war, wo ich sein sollte, waren die Gegner da viel zu schwach. Also die hatte ich quasi schon überlevelt oder überequipped. Oder wie auch immer. Das bin ich. Und ich finde es schön, dass es mittlerweile auch mein Markenzeichen ist. Irgendwie, dass ich Spiele grundsätzlich sehr falsch spiele. So. Gut, dann beende ich an dieser Stelle aber die Folge. Bedanke mich fürs Zugucken. Könntest du gerne beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es dann heißt, wie spielt man dieses Spiel? In diesem Sinne. Tschüss, tschüss.